Schatz, hast du meine guten Boxershorts gesehen? Was ist das? Mach Schluss mit nerviger Unterwäsche. Entdecke jetzt die bequemsten Basics auf Snugs.com. Der kanadische Ausnahmekünstler Michael Kesemmer. Mit seinem neuen Album Turn It Up. Im Mai 2024 auch endlich in Deutschland auf Tour. Das neue Album Turn It Up. Jetzt vorbestellen. Wir sehen jeden Tag, wie zerbrechlich unsere Welt ist. Und die Risse, die sich auftun, werden immer tiefer. Unsere Welt, unsere Kinder, sie brauchen Menschen, die sie schützen, bevor wir alles verlieren, was uns lieb und teuer ist. Wir haben gesehen, was die Erderhitzung anrichtet und wie die Fluten in unsere Wohnzimmer kommen. Jetzt braucht die Erde Menschen, die helfen, die Teile wieder zusammenzufügen. Gehen Sie auf greenpeace.de oder scannen Sie den QR-Code und spenden Sie 3 € im Monat. Zusammen können wir die Risse schließen. Zusammen können wir die Zerstörung aufhalten. Die erste große Liebe. Klassisches Fernsehen. Die zweite große Liebe. Mediathek. Egal welche. Egal welche. Das Beste aus beiden Welten. Wann und wo du willst. Fernsehen und Mediathek. Das Traumpaar zum Valentinsmonat in Sat.1 Emotions. Kanzlei Ehrenberg und von Brede, Ihre Sorgen sind unsere Sorgen. Gudrun Wohlers im Apparat, was kann ich für Sie tun? Diese Anwältin sorgt für Recht und Ordnung. In jedem Fall. Frau von Brede. Brede war ich. Die ist gut. Nein, die ist sogar sehr gut. Wir hatten einen so harten Tag. Können Sie nicht morgen wiederkommen? Oder gar nicht mehr gut. Die Kanzlei. Immer donnerstags um 20.15 Uhr in Sat.1 Emotions. Ein großer Auftrag. Die beiden Mädels den Auftrag bekommen, geht unser Plan im Bach runter. Das werden sie aber nicht. Und zwei beste Freundinnen. Du machst mit beiden rum? Aber wer sich mit diesen beiden anlegt, sollte sich warm anziehen. Du bist genial. Ich finde das cool, dich kennenzulernen. Ja? Ja? Ich nicht. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Flaschendrehen. Am nächsten Sonntag um 21.45 Uhr in Sat.1 Emotions. Also wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte sie sofort eingestellt. Auf mich machen sie einen sehr...